Bei den riesigen Entfernungen im All stößt unsere Vorstellungskraft schnell an ihre Grenzen. Bereits die Größe unseres Sonnensystems und die Abstände zwischen den Planeten sind so gewaltig, dass wir sie nur schwer begreifen können. Maßstabsgetreu verkleinert bekommen wir zumindest eine Vorstellung von unserem Sonnensystem. In unserer Heimatgalaxie mit rund 105.000 Lichtjahren Durchmesser gibt es schätzungsweise 150 Milliarden Sterne. Einer dieser Sterne ist unsere Sonne mit ihren 8 Planeten. In Anderlingen macht ein Modell unseres Sonnensystems die Dimension greifbar. In der Dorfmitte befindet sich an der Oreler Straße ein Modell der Sonne, Maßstab 1 zu 700 Millionen. Die 2014 enthüllte goldfarbene Sonne hat einen Durchmesser von 2 Metern. Der sonnenfernste Planet, der Neptun, befindet sich 6420 Meter entfernt in der Ortschaft Hasel. Die Planeten dazwischen befinden sich in maßstabsgerechter Größe auf Granitstielen. Wir erkunden unser Sonnensystem mit dem Fahrrad. Die erste Station ist die Sonne in Anderlingen, Ecke Grafeler Straße. Schon nach 106 Metern ist an der linken Straßenseite der Merkur zu sehen. Der Durchmesser beträgt winzige 7 mm. Merkur ist der kleinste und schnellste Planet. Mit knapp 5000 Kilometern Durchmesser umkreist er die Sonne in 88 Tagen. Schon 50 Meter weiter befindet sich die Venus mit 18 mm Durchmesser. Die Venus, die Liebesgöttin, von wegen. Die Venus ist mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von 460 Grad die Hölle. Wir wechseln die Straßenseite und biegen nach rechts in die Selsinger Straße ein und entdecken 213 Meter nach dem Startpunkt unseren Heimatplanet, die Erde. Winzige 18 mm klein, sehr empfindlich und wunderschön anzusehen, rast die kleine Kugel mit fast 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Unser Nachbarplanet, der erdähnliche Mars, ist mit seinem Durchmesser von 6800 Kilometern nur etwa halb so groß wie unser blauer Planet. Im Modell sind es gerade einmal 10 mm. Jetzt fahren wir nach links in den Waldweg in Richtung Seedorf. Nach 800 Metern treffen wir auf den Jupiter, der Gigant unter den Planeten mit 20 cm Durchmesser. Über 1000 Erden hätten Platz im Inneren des Jupiter. Wir folgen dem Weg, überqueren den Jadelbach und sehen nach 2 Kilometern Fahrtstrecke den Saturn mit seinen bekannten Ringen. An der nächsten Kreuzung fahren wir nach rechts und folgen dem Weg in Richtung Hasel, bis uns am Waldrand neben einer Sitzbank der Uranus mit 73 mm Durchmesser auffällt, 4 Kilometer von der Sonne entfernt. Zur letzten Station in Hasel geht es weiter geradeaus. In der Nähe des Dorfbrunnens Richtung Selsingen haben wir die letzte Station, den Neptun, erreicht. Wir wollten noch bis zum nächstgelegenen Stern in unserer Galaxie radeln. Maßstabsgerecht hätten wir dazu unsere Erde 1,5 Mal umrunden müssen. Etwas weit, und so verzichteten wir weise auf den letzten Teil der Reise.